Gut, zocken wir weiter. Das Drohnen-Upgrade-Modul wird nicht leicht zu finden sein. Ach. Modifikationssockel habe ich maximiert. Gut, Nanosuit. Der Bikini. Gibt's da eigentlich irgendwas Neues? Nee, ne? Exospine haben wir auch größtenteils alles fertig. Eins haben wir noch, aber damit kann ich nichts anfangen. Okay, kein Problem. Hi, Justin. Grüß dich. So, ich würde im Shop gerne meine Munition kaufen. Achso, das mache ich hier. Man will sich hier vorbereiten. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen ins Spiel kommen. Ist jetzt schon ein bisschen her. Aber ansonsten, sag Bescheid, wenn wir den wechseln wollen. So, ich würde gerne nochmal gucken, was für Missionen ich habe. Aufzeichnung. Heimliche große Wüste. Große Wüste, Surikara. Norden der großen Wüste. Große Wüste, okay. Zugangscode Spezialisten. Es sah aus, als wäre im Versteck irgendjemand, nachdem ich etwas umgeht. Wie dem auch sei, ich muss weiter nachforschen. Wenn es irgendwo einen Experten für Passwörter gibt, sollte er sich das ansehen. Wenn etwas nützlich drin ist, könnte sich das öffne den Behälter mit dem Passwort und untersuche den Inhalt. Gut. Komm zum Tetrapod zurück, wenn was repariert werden muss. So. Naja, was heißt gut erholt? Ich bin noch nicht so lange zu Hause tatsächlich. Also dementsprechend. Was bedeutet das Grün? Achso. Also, ja, ich bin Luft holen können. War aber schön. Also war ein schöner Urlaub. Jetzt muss ich ein paar Tage erholen. Morgen werde ich wahrscheinlich mit dem Jan irgendwas unternehmen. So, wir haben hier noch einiges zu tun. Dahin will ich nochmal. Oh Mann! Fuck. Diese Lümmel. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier ein bisschen... Dass es manchmal passiert, dass die... Dingsbums abbricht. Dass die... große... Ich habe es getestet. Ich habe die Aufnahme gemacht und habe ein bisschen rumgeprobiert. Audio... Stimmen. Aber wer weiß das schon? Ich habe ja so eine ganz komische... What the heck ist hier los? Hallo. Au! Ach, das sind ja die Assi-Viecher.
Warum ist jetzt eben mein Dingsbums auseinandergegangen? Darf ich auch Pause machen? Guck mir das nur so vor. Soll das hier hin? Ich hab nicht das... hier richtig zu sein. Vielleicht hier? Aber eigentlich ist das die gleiche Höhe. Sag mal, bin ich blöd? Da oben ist die Kiste. Okay, da muss ich irgendwie hinkommen. Ah. Das ist doch schon mal. Wenn ich schon nicht an den Schatz komme, dann wenigstens mit einer Schatz vergleichbaren Aussicht. Ja, ja, wie gesagt. Ich werde heute Abend nochmal schön zocken. Darauf habe ich mich tatsächlich die ganze Zeit gefreut. Habe auch was dafür gemacht, um ehrlich zu sein. Extremes Polymermaterial. Ich habe das Gefühl, dass wir noch ein paar Outfits kriegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt schon vorbei sind. Dass wir jetzt schon alles fertig haben. Ich glaube, ich versuche hier reinzulaufen. Ich versuche mich auch nicht mit irgendwelchen... in irgendwelche Kämpfe zu verwickeln, aber mir juckt es doch in den... Fingern. Ich habe das Gefühl, hier komme ich gar nicht durch. Doch, komme ich. Ich hätte auch hier hinreisen können, ich Dämme. So. Also nach Ostwesten. Bringt mir hier natürlich nichts, weil ich keine Angaben krieg. Vorsicht, das ist Treibsand. Das ist kein Gegner. Muss ich ein bisschen aufpassen. So. Ich hoffe, ihr habt mich nicht allzu stark vermisst. Oh, komm schon. Muss mich jedes... Ragdoll-Effekt. So, hier gibt es noch eine Nebenquest. Das ist okay. Ich habe mich stark vermisst. Eieiei. War doch nur 2 Wochen. Nee. Ein Samstag, meine ich. Ah, stimmt, die müssen ja immer noch so ein Final machen.
Ich muss mich erstmal wieder hier an das Kampfsystem gewöhnen. Es ist ja grausam hier. Essen. Ah, ja, ja, kommt mal. Eine Woche nicht. Kommt. Ja, wir haben dich vermisst, aber ich bin jetzt essen. Tschüss. Ich muss jetzt mal eine neue Powerbank, die am Freitag kam. Ich habe erst am Sonntag geholt, aber. Weil heute Nacht irgendwie bis. Weil ich mal testen will, ob die Solarzelle da funktioniert oder nicht. Vielen Dank, Engel. Du hast mich gerettet. Ich schulde dir was, Engel. Wärst du nicht aufgetaucht, wäre ich wohl in Stücke gerissen worden. Du solltest zurück nach Zion. Hey, warte. Engel, ich muss dir was sagen. Was? Sagen. Südlich von hier solltest du auf einen eingestürzten Tunnel stoßen. Und dann? Man erzählt sich, dass sich dort ein klagender Engel befindet. Ein klagender Engel? Soll das heißen, es gibt Überlebende? Ja, ich habe den Engel mit eigenen Augen gesehen. Es war schrecklich, ich traute mich nicht näher ran. Sein Lied war traurig, aber wunderschön. Es klang fast so, als würde der Engel auf Hilfe warten. Aber ich wusste sofort, dass ich das nicht allein schaffen würde. Okay. Danke, ich sehe es mir an. Dann will ich mir das tatsächlich mal angucken. Die weicht halt immer aus. Das ist das Problem. Tja, wie komme ich jetzt da lang? Sekunde, das kann doch nicht sein. Da ist ständig irgendwas. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Ding los hier? Funktioniert das? Keine Ahnung warum. Yay, ein Lager, das ist immer gut. Aktivieren wir das mal. Du hier reinkommst. Ich hoffe, die Yuna findet das Spiel auch soweit noch interessant. Kai könnte sich mal wieder... Hat die mir jetzt ins Gesicht getreten? Okay, das finde ich cool. Ah!
Alter, die Schwanzmade, ey. Aber dass man keine Finisher machen kann, ne? Ich weiß nicht tatsächlich, was passiert ist, aber aus irgendeinem Grund hat Final Fantasy 16 heute ein Update gemacht. Was ist hier explodiert? Ist da gerade passiert? Warte mal, ist vielleicht eine dumme Idee. Oh, komm schon! So, Mission. Du hast Kämpfer in deinem Leben der Mitglied, suche den Eingestürzten, finde heraus, ob das stimmt. Ich hätte auch theoretisch darüber gekonnt, ne? So. Ich weiß nicht, ob ich hier sein sollte. Ich höre das Lied, ich höre den Gesang. Es ist direkt neben mir, es kommt aus dieser Wand, so ein trauriges Lied.
Bittet es mich um Hilfe oder tröstet es mich? Ich höre das Lied, ich höre den Gesang. Es ist direkt neben mir. Es kommt von dieser Wand. Der Rest meiner Karaben entkam in den Westen der großen Wüste. Es ist ihnen gelungen, die Daten und Gelder des Befreiungsbündnisses von Xion zu extrahieren. Wenn sie der Mauer in der Wüste folgen, in den äußersten Westen fliehen, werden sie in Sicherheit sein. Aber meine Geschichte endet hier. Ihr Schlechter, möget euch treffen. Wenn wir uns vereinen, wenn wir zu einem Wesen werden, dann wird sie aus den Träumen erwachen. Das hat uns Orkal gelehrt, das ist der einzige Grund. Perfekt. So gern ich die Olle in Bikini sehe, bin ich ganz ehrlich, finde ich das ein bisschen befremdlich. Das ein bisschen too much zu machen. Das hat man noch nicht so häufig. Oben soll noch was sein. Ah, eine Vita-Coin, okay. Ah, die Frage ist nur, komme ich hier raus? Ich kann mir vorstellen, dass ich hier rauskomme. Ja. Na gut. Dann hat sich das auch geklärt. Vielleicht komme ich auch woanders da lang. Hier oben ist sonst nichts mehr. Hier oben auch nicht. Einmal mal ganz kurz. So, da. Doch gleich die Lampe anschalten. Das Lied. Du warst das. Adam, kannst du sie bitte mal scannen? Sie gehört zum vierten Landetrupp. Das ist aber kein Lied.
Es klingt nur deshalb wie eins, weil die Schallwellen der Stimme gebrochen werden. Lilly, kannst du das entschlüsseln? Klar, ich versuch's mal. Vierter Landetrupp. Ja. Verräter unter uns. Vorsicht. Falle. Kann mich überhaupt nicht mehr bewegen. Da war ein Verräter? Ewiger Schmerz. Bin erschöpft. What the fuck? Stell den Strom ab. Bitte. Beende es. Was sollen wir tun? Du hast sie doch gehört. Es ist vorbei. Ja. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Es gab eine Menge. Verräter unter uns. Verräter unter uns. Das gefällt mir gar nicht. Verräter unter uns. Man sieht nicht viel und weiß nicht, warum das Outfit so cool sein soll, aber wenn man mal hier vorne guckt, ist ein bisschen eng. So, was haben wir hier? Solarturm, Schnellreiseziel, Lager. Warte mal, das ist doch Abyss Levor, laufende Mission. Da gibt es zum Abyss Levor. Genau, ich will aber erstmal hier hoch. Die Frage ist, was ist denn da am nächsten? So wie es aussieht. Kann ich da gar nicht viel machen. Ich finde das Outfit befremdlich. Man sieht zwar schick aus, aber man sieht es eh halt nur von hinten. Ist ein Herzchen unten auf der Mumu. Tatsächlich. Oder soll eins darstellen. Das ist okay. Er hat auch was. So ein gelber Trainingsanzug. Hier so eine Schuluniform. Komm, nimm die mal. Da muss es doch auch irgendwas geben, oder? Ach, hier war ich schon. Okay, das war dieser Solarturm. Jetzt einfach durch, kein Bock mehr. Man muss nicht jeden Kampf mitnehmen.
Oha. Super. Ich mag die Musik, die ist chillig. Warte mal, ich kann doch hier bestimmt noch kurz ausruhen, um zumindest ein bisschen Dingsbums zu kriegen. So. Skillpunkte. Touchy ist voll, Überleben ist voll, Angriff auch. Beta fehlt noch ein bisschen. Oder den Schub. Ich wollte... Ah, hier wollte ich hin. Könnt ihr so eine große Runde? Ich glaube, das kann ich auch machen. Treibsand gibt. Auf den habe ich jetzt eigentlich eher weniger Bock. Und auf diesen Kampf da auch. Diese drei Fickviecher, ey. Höschen hat sie aber an, ja. Ja, geht so. Natürlich muss ich da durch. Wie, ich habe keine Muni mehr. Oh Mann. Ich hasse diese Gegend. Oh Mann! Oh, ihr verfickten Wichsschwanzmaden, ey. Aber hier gibt es noch was. Muss ich da sowieso hin? Nee, muss ich nicht. Frage ist nur, ob ich da hin will.
mache ich hin. Hier ist doch irgendwas. Vergiss es. Oh, du Schwanzmade, ey. Komm her. Ich würde gerne wissen, was hier passiert ist. Viel hat der jetzt nicht gemacht. Aber ich gucke mal, ob hier irgendwo Menschen sind. Ich habe nämlich das Gefühl, dass hier einiges... dass dieser Ort eine kleine Geschichte hat. Nix. Hier liegen noch Menschen. Brüder und Schwestern, gebt niemals euren Glauben auf. Keine Not kann uns aufhalten. Lasst uns ans Ende der verschütteten Ruine gehen, die trostlosen Ruinen. Lasst uns zur verlassenen Überführung gehen und zum Wrack, das in Licht gehüllt ist. Lasst uns jederzeit der Hypertube und der verborgenen Höhle gehen. Lasst uns jederzeit der Hypertube und der verborgenen Höhle gehen. Okay? Ein Hoffnungsstrahl wird uns leuchten, wenn wir die Kapitel der Prüfung bergen. Und diese Kapitel finden wir unsere Erlösung. Wir müssen die Kapitel der Prüfung finden. Sie erhalten die heiligen Schriften, die uns zur Erlösung führen. Und um den Willen unserer Mother zu erfüllen, in Gedenken an unseren im Dienst gefallenen Brüder und Schwestern, müssen wir die Kapitel finden. Ja, wir haben es mittlerweile verstanden. Wir müssen sie finden, wir müssen die Schriften der Vorhersehung finden und sie befolgen. Wir müssen sie finden, wir müssen sie finden. Ja, ist klar. Oh, so ein Wichser schon wieder. So, hier ist noch so ein komischer Basilisk, glaube ich, soll das sein. Halt den Sack gespalten.
Aber so richtig von hinten rein. Obwohl ich von Xion ins Exil geschickt wurde, werde ich mit Orkal niemals unter. Drücker täuscht seine Bürger und nutzt sie Nativas, um die Stadt zu beherrschen. Aber das Ei des Engels aus der Ferne gesehen, der Abstieg eines Engels in der großen Wüste, ist ein verheißungsvolles Zeichen. Das ist sie. Drei Hexen für die Kinder, dieses Zeug bewegt. Ich hab's rauch. Einst die neuen starken fanden und angreifen. Zeige mir große und wundervolle Wüste. Entfernter Datachip vor Ort, der die Statue geküsst. Schau doch ganz genau drauf. Dort geht sie hin. Hacken ist einfacher mit einem Code. Die große Statue. Bin ich da irgendwas voraus? Hin. Irgendwas ist mit meinem Scheiß Dingsbums. Das könnte die Göttin sein. Hier ist nix. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Ahnung. Ich habe jetzt einen riesen Code bekommen. Man muss ja am Arsch irgendeiner großen Göttin kratzen. So wie ich das verstanden habe. Ich hinterfrage das jetzt zwar erstmal nicht, aber okay. Zu mir. Ey, was ist denn hier los? Ich hasse diese Wichser. Am Arsch. Hier ist aber echt was los, am Arsch der großen Göttin. Ich habe keine Ahnung, was die meint, aber von mir aus. Da ist auch noch was. Hier